Alan und Ellie sind eigentlich so das Traumpaar aus der Jurassic-Reihe, oder? Ich meine, Bryce Dallas Howard, also Claire und Owen, sind ja irgendwie auch ganz cool miteinander, aber ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass Ellie und Alan dann doch schon so das zentrale, das Central Couple, also das zentrale Pärchen der Jurassic-Reihe ist. Obwohl die beiden eigentlich nie ein Paar gewesen sind, bis eben zum Ende von Jurassic World Dominion. Jurassic Park 1 endet ja damit, dass die beiden sich wieder ein bisschen näher kommen. Ich meine, am Anfang von Jurassic Park erfahren wir ja, dass Ellie Alan weismachen will, wie toll eigentlich Kinder sind, und Alan streitet das Ganze so ein bisschen ab und sagt, ey, bah, nee, Kinder stinken. Alan ist dann aber während den Ereignissen von Jurassic Park, während dem im Buch betitelten Injun-Vorfall, dazu gezwungen, mit den Kindern Lex und Tim auszukommen und bekommt dann quasi so eine Verwandlung hin. Im Film sehen wir dann ganz zum Schluss, wie Ellie Alan nur noch anlächelt, weil er dann eben beide Kinder im Arm hat, und Alan lächelt daraufhin zurück. Dann fliegen sie in den Sonnenuntergang, und für uns als Zuschauer ist eigentlich klar, da geht jetzt was. Da läuft jetzt richtig was. Dann bekommen wir Jurassic Park 3 und merken, Ellie hat einen anderen und Alan ist immer noch Single und gräbt immer noch Dinosaurier aus. Der Moment hat sich schon so angefühlt, als würde dir gerade jemand mit voller Kraft in die Eier treten. Im Endeffekt meine ich, ja, es sind einige Jahre vergangen, irgendwie zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3, also da kann einiges passiert sein. In diesem Video sprechen wir einfach mal drüber, was denn hätte passierend sein können, dass die beiden sich auseinandergelebt haben. Und die Antwort darauf bringt uns tatsächlich Jurassic World Dominion. Viel Spaß mit dem Video. An sich ist die ganze Geschichte relativ offensichtlich, wenn man sich denn darüber mal Gedanken macht, warum die beiden am Ende nicht zusammengekommen sind. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir am Anfang von Jurassic Park 1 eben dieses Gekappel bekommen. Alan mag eben Kinder nicht und ist sehr in seiner Arbeit vernarrt. Ich meine, Ellie ist auch in ihrer Arbeit vernarrt, aber ist dann schon mehr auf dem Trip, auch Alan zu erklären, warum Kinder eigentlich eine schöne Sache sind. Das heißt, sie hat schon Interesse an Kindern, Alan eher weniger. In Jurassic Park 3 sehen wir dann, dass Ellie bereits ein Kind hat und einen neuen Freund. Oder einen Mann? War es ihr Mann? Ich habe keine Ahnung, ich meine, es war ihr Freund. Es wurde auch, glaube ich, nie erklärt. Auf jeden Fall hat sie jetzt Mark an ihrer Seite und der hat ihr ein Kind gezeugt. Alan ist weiterhin so mit Ausgrabungen beschäftigt und dümpelt da auch an verschiedenen Ausgrabungsstätten rum. Nur eben diesmal mit Billy an seiner Seite, anstatt Ellie. Warum gibt uns jetzt Jurassic World Dominion die Antwort darauf, was mit den beiden zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3 passiert ist? Weil wir die Entwicklung der Charaktere hier nahezu vollendet sehen. Und das Interessante hierbei ist zu sehen, dass auch in Jurassic World Dominion, der ja wirklich Jahre nach Jurassic Park 1 spielt, Alan immer noch exakt derselbe Mensch ist. Er hat sich also überhaupt nicht weiterentwickelt und auch nicht wirklich verändert. Ich meine, nach den Vorfällen von Jurassic Park 1 bekommen wir ja mit, dass Ellie anscheinend keine Lust mehr auf Dinosaurier hat. Was komplett nachvollziehbar ist. Ich meine, die wollten sie auch fressen. In Jurassic World Dominion sehen wir dann auch, dass sie mit Ausgrabungen gar nichts mehr am Hut hat, während Alan immer noch daran festhält. Das bedeutet, dieses Ergebnis der beiden Charaktere, der Charakterisierungen der beiden Charaktere, die wir in Jurassic World Dominion sehen, zeigt uns ganz deutlich, wie sich Ellie weiterentwickelt hat. Alan hingegen ist stehen geblieben. Also nahezu in jeder Hinsicht. Man kann also ganz stark davon ausgehen, dass hier der Kinderwunsch wirklich einen großen Cut zwischen den beiden gesetzt hat. Als sie dann später Ian Malcolm bei Biosyn treffen, antwortet Dr. Alan Grant auf Ian Malcolms Frage, und sie, Dr. Grant, also womit er halt meint, haben sie Kinder, antwortet er, nein, also er hat keine Kinder. Wir können also davon ausgehen, dass auch Dr. Alan Grants Kinderwunsch hiermit so ein bisschen abgeflammt ist. War das also der ausschlaggebende Punkt, warum die Beziehung mit den beiden nicht funktioniert hat, also zwischen Ellie und Alan? Ich meine, dass er über die ganzen Jahre zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World Dominion keine Kinder bekommen hat, auch das könnte man darauf interpretieren, dass er sein Leben lang nicht über Ellie hinweggekommen ist. Er fragt sie ja sogar, also eine der allerersten Fragen, die er ihr stellt, ist eben, wie geht's Mark? Mark? It's over. Oh. Oh, I'm sorry to hear that. Als sie daraufhin antwortet, es ist vorbei, scheint er irgendwie ein bisschen erleichtert zu sein. Das heißt, Alan kann seinen Fehler mit der Zeit eingestanden haben. Ich finde ganz klar, dass die Tatsache, dass Dr. Alan Grant in Jurassic World Dominion immer noch dieselbe Figur ist, die wirklich im Leben eigentlich nichts verändert hat, seit Jurassic Park 1, ist so ein Indiz dahin, dass er sich auch wirklich vom Gedankengang her nicht allzu sehr weiterentwickelt hat. Ellie allerdings ist eine Frau, die sich permanent ändert und permanent weiterentwickelt.
Sie will Kinder, sie hat Kinder bekommen. Sie hat mit Dinosauriern komplett abgeschlossen aufgrund der Vorfälle aus Jurassic Park und hat deswegen etwas Neues angefangen. Ich meine, so schlimm wie das Ganze auch klingt, man kann sich ja immer irgendwie arrangieren. Allerdings ist ein Kinderwunsch schon etwas, was sich später auf das Leben auswirkt. Ich bin auch der Meinung, dass wenn ein Partner einen Kinderwunsch hat und der andere Partner nicht, ist es sehr schwierig, da auf einem Level zu bleiben und sich damit zu arrangieren, weil das wirklich eine zukunftstragende Entscheidung ist. Das heißt, wenn Alan der festen Überzeugung ist, nein, ich möchte keine Kinder haben, ich möchte lieber weiter permanent ausgraben, und Ellie sagt, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben, weg mit Dinosauriern, ich möchte eine Familie gründen, kann das der Grund gewesen sein, warum es zwischen den beiden nicht funktioniert hat. In Jurassic World Dominion scheint Alan ja seinen Fehler eingesehen zu haben und er scheint ja die ganze Zeit sehr vernarrt in Ellie zu sein. Ist auch irgendwie ein süßer Moment, den ich persönlich nicht gebraucht hätte, aber so haben sie immer noch ihr Happy End bekommen. Und ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Wie ist deine Meinung dazu? Was sagst du zu meiner Theorie, wie es hätte mit den beiden auseinandergehen können, eben zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3? Macht das alles so Sinn? Schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich raus mit diesem Video und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann, ciao.